Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video schauen wir uns an, was passiert wäre, wenn Simba den Kampf gegen Scar verloren hätte. Bevor wir allerdings mit dem Video starten, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner König der Löwen Playlist findet. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wer Kuhus Vater ist oder was passiert wäre, wenn Scar überlebt hätte, könnt ihr gerne die Videos dazu in der Playlist abchecken. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem Video. In unserer Theorie würde es anfangs ziemlich gleich laufen wie im Film. Simba würde sich Scar stellen, dieser würde zugeben, dass er für den Tod von Mufasa verantwortlich ist und der uns bekannte Kampf würde ausbrechen. Wie im Film auch verfolgt Simba Scar auf die Spitze des Königsfelsens und stellt ihn dort. Mörder, lauf! Lauf weg, Scar! Und komm nie mehr zurück! Ja. Natürlich. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Und hier beginnt unsere Theorie. Simba und Scar würden erbittert kämpfen und als Simba ihn vom Felsen runterwirft, würde er ihn mit runterreißen. Während des Sturzes würde Simba mehrmals gegen den Felsen prallen und regungslos zu Boden fallen. Scar fällt auch zu Boden. Als er jedoch aufsteht, wird er von den Hyänen umzingelt und getötet. So habe ich es auch verstanden. Nein, nicht doch. Lass mich erklären. Nein, ihr versteht es falsch. Nein, ich meinte doch nicht. Nein, nein, ich habe doch nicht. Ich habe doch... Nala, Sarabi und alle anderen Löwen würden um Simba trauern. Allerdings wären wir hier noch lange nicht am Ende. Denn dank... würde Kiara oder Cooper, je nachdem an welche Theorie man glaubt, trotzdem existieren. Sarabi würde so lange regieren, bis Kiara oder Cooper alt genug wären, um die Nachfolge anzutreten. Kion würde allerdings in der Theorie nicht existieren. Was glaubt ihr, wie würde es weitergehen? Und vor allem, was würde Sira tun? Schreibt eure Theorie gerne in die Kommentare. Das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.